Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon auf einem Weg sind, wo man sagt, naja, wenn so weiter, dann auf jeden Fall, dann löst sich das Problem. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass unter der Oberfläche sehr viel passiert. Und ich halte es für gut möglich, und ich hoffe auch darauf, dass das nicht so allmählich geht, sondern dass es wirklich plötzlich einen Umschwung, ein Umdenken gibt. Und dass dann vieles von dem, was man jetzt gar nicht merkt, weil dort jemand was tut und da jemand was tut und in der Gemeinde geschieht schon was, weil das dann plötzlich wirklich sichtbar wird und plötzlich den Rückhalt und den Auftrieb kriegt, den es braucht. Und dann kann es meines Erachtens sehr schnell gehen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jetzt auch diese unbedankten und unerkannten Aktivitäten laufen. Aber diesen Anstoß braucht schon noch. Und der Anstoß kann natürlich durch irgendeine Katastrophe kommen. Er könnte aber natürlich auch im Prinzip durch die Politik oder durch die Wirtschaft kommen. Er kann durch die Zivilgesellschaft kommen. Und ich glaube, das ist auch das Wahrscheinlichste, dass er durch die Zivilgesellschaft kommt, weil ich sehe auch in der Politik und in der Wirtschaft im Moment nicht die großen Vorbilder, die großen Geister, die dann wirklich auch etwas bewegen. Der Wandel, der wird sowieso kommen. Also das ist ja nicht mehr dann unsere Entscheidung. Unseren Lebensstil werden wir alle wandeln müssen. Wir werden so nicht mehr weiterleben können. Wir haben im Moment noch die Wahl, es selbst in die Hand zu nehmen und es selbst zu gestalten, oder wir werden gezwungen. Und der uns zwingt, mit dem werden wir nichts mehr verhandeln können. Wenn wir einfach warten, bis die Natur sich sozusagen beutelt und einen nicht unwesentlichen Teil von uns Menschen abschüttelt, dann ist das halt ein sehr schmerzlicher Prozess. Während das andere, während das andere ein trotz aller, wie soll ich sagen, dass es nicht ganz, ganz glatt gehen wird, aber trotzdem letzten Endes verkraftbar sein könnte, und eben in was Besserem münden. Wir sind ja beide krankhaft pathologische Optimisten. Wir glauben natürlich daran, dass es möglich ist und möglich sein wird. Also einige Kollegen in Kassel, die dort auch ein Klimaprojekt haben, die haben Postkarten gedruckt. Da steht drauf, für Pessimismus ist es zu spät. Und ich finde das unheimlich treffend, weil ich glaube, darum geht es wirklich. Wir können uns nicht mehr leisten, pessimistisch zu sein. Wir müssen einfach die Ärmel aufkrempeln und tun. Und dann werden wir sehen, ob es gelingt oder nicht. Aber wenn wir es nicht tun, gelingt es sicher nicht. Ich weiß nicht, warum wir so an dieses Wort klammern. Also das Wirtschaftswachstum, so wie es jetzt verstanden wird, das ist nicht haltbar. Und warum genügt es uns nicht, dass wir darüber reden, dass wir eine Form des Miteinanderumgehens finden, die nachhaltig ist? Und ob da jetzt ein Wachstum drinnen ist, ich meine, in der Natur wächst immer irgendwas eine Zeit lang und dann erreicht es halt einen Höhepunkt und dann reduziert sich wieder und es kommt was Neues. Ich glaube, diese Zyklen von Wachsen, Aufblühen und dann auch wieder zurückgehen, zurücknehmen, verfallen, wie immer Sie es nennen wollen, letztlich auch Tod, das gehört einfach dazu. Und diese Vorstellung, dass etwas ununterbrochen weiter wachsen kann, die ist an sich schon problematisch. Ich glaube, es geht darum, eine Form zu finden, die zunächst einmal die Natur wertschätzt und die Natur schützt, das Ökosystem schützt, weil das ist unsere Lebensbasis. Wenn wir das zerstören, wenn wir den Boden zerstören, wenn wir das Wasser zerstören, dann haben wir auch nichts mehr zu essen, dann können wir nicht mehr leben. Das heißt, das ist das Primäre. Dann, glaube ich, soll es den Menschen gut gehen. Und damit es ihnen gut geht, muss man halt auch irgendeine Form des Handels, des Austausches und so weiter finden. Und das nennt man dann Wirtschaft. Aber es kann nicht umgekehrt sein. Es kann nicht so sein, dass ich zuerst schaue, dass die Wirtschaft funktioniert und dann, dass es den Menschen gut geht. Und wenn dann noch was überbleibt, schaue ich, ob die Natur es auch aushält. Solange wir Wachstum nur an das Ökonomische konnotieren, wird uns nichts anderes überbleiben als die Katastrophe. Aber unsere Gesellschaft bietet ja so viel Gelegenheit und so viel Möglichkeit des Wachstums. Das Wachstum des persönlichen Glücks, des besseren Umgangs miteinander, des liebevollen Umgangs miteinander. Wir können in Liebe wachsen und Freundschaft wachsen. Wir können als Gesellschaft wachsen, indem wir einander ernst nehmen und wahrnehmen. Wir können wachsen, indem wir unsere Güter teilen, dass sie nicht so ungleichmäßig verteilt sind. Also wir haben viel Platz noch für Wachstum. Das Wichtigste ist, dass wir einmal verstehen, dass
zwar die Gesamtmenge an Wasser auf der Erde immer gleich ist, aber wofür es zur Verfügung steht, ändert sich. Und zwar schon von der Natur her. Durch den Klimawandel wird es einfach Regionen geben, wo Wasser zum Problem wird, wo es bisher vielleicht keins oder noch kein so dramatisches war. Und das wird auch in Europa ganz wesentlich werden. Also die südlichen Länder, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, die sich jetzt spezialisiert haben auf die Gemüseproduktion und die Obstproduktion, die mit sehr viel Wasser verbunden, also Wasserbedarf verbunden ist, das wird nicht mehr verfügbar sein. Wenn man jetzt davon absieht, dass da die Träume sind, dass man das Meerwasser entsalzt und womöglich mit der Sonne und dann das hinauftransportiert und also so riesigen Aufwand betreibt, statt sich zu überlegen, was kann ich dort Vernünftiges tun. Also das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man sich anschauen muss, dass einfach die Wasserverfügbarkeit sich verändern wird. Und wenn man aufs Kleinere nach Österreich geht, dass wir nicht unsere letzten Fließgewässer verbauen. Nicht? Wir haben, ich glaube, irgendwelche 17% noch von unseren Bächen und Flüssen, die noch ein natürliches Fließgewässer sind. Das ist nicht viel, das ist weniger wie ein Fünftel. Dass wir wenigstens diesen Teil Natur lassen, weil wir als Menschen ja auch die Natur brauchen, um selber gesund zu sein. Also wenn wir überall nur Beton sehen und künstliches Umfeld, da fehlt uns was. Und von der Natur selber und den Fischen und so weiter ganz abgesehen. Also wenn ich das auf die Landwirtschaft runterbreche, ist es so, dass sie, wie gesagt, der größte CO2-Emittent ist, aber auch der größte Süßwasservernichter durch diese Art der Landwirtschaft, wie die konventionelle betrieben wird. Die biologische Landwirtschaft hat da Modelle, sorgsamer mit Wasser umzugehen, effektiver mit Wasser umzugehen. Jeder Mensch, der sich damit auseinandersetzt, weiß, die nächsten 20 Jahre wird das Wasser wirklich zum Problem Nummer eins auf dieser Erde werden. Ich glaube, es sind 18.000 Liter Wasser für ein Kilo Fleisch. So Rindfleisch, ja. So ungefähr in dieser Größenordnung. Ja. Also wenn man sich das einmal vorstellt. Unvorstellbar, ja. Also, von der Biodiversität über CO2 bis zum Wasser. Fleisch geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist Ende.